Ja, hallo meine lieben Freunde, gepflegten Listeners, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Ein wunderschön. Wir haben jetzt nochmal einen Tag vorgespult und den Server nochmal schnell neu gestartet, weil wir haben modulares BGA-System betraucht. Nochmal aus dem ganz einfachen Grund. Flo. Ja. Gib mir, Also Farm Manager. Farm Manager. Das hatte ich noch gar nicht. Kartoffeln. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Missionen angenommen und nehmen auch noch ein paar an. Nee, vielleicht später. Jo. Das können wir dann mit dem Sachen, was wir sowieso ausleihen, machen. Dreschen. Jo, können wir auch. Was ist das? Können wir auch. Können wir ebenfalls. Und das kommt dann später. Wunderbar. Dann holen wir uns jetzt ein Rübenrodel. So für einen Anbauten. Ja, wollen wir uns den kaufen? Ja, wenn wir das Geld haben. Ja, würde ich doch sagen. Ja, wir haben jetzt einen Haufen Missionen, die wo wir da wieder. Knall mein kleinen. Oh, Alter. Ich hab Bock. Wo ist mein kleiner Stall? Ist er nicht reingegangen? Jetzt hat's. Oh, jawoll. Kauf aber den Schnetzler vorne dran noch mit, gell? Ja, brauchen wir so oder so. Rübentechnik, wo haben wir es denn? Ja, da. Ich dachte, da gab es auch einen mal von Europa. Nee. Gib nur den Grimme. Okay, nehmen wir den Grimme. Den Grimme, ja. Grimme Front. Also erstmal gucken. Ja, es geht sich aus. Erstmal das große Teil. Vielleicht einmal die Schafe sauber machen, die sind komplett dreckig. So, und dann noch Front. Jetzt sind wir zwar relativ arm, aber wir haben Rübenrodel. Ich bin schon unterwegs mit meinem kleinen Steuer. Oh, ich hab Bock. Da geht ab, du. So. Ah ja, der Knopfelroder steht jetzt einfach ganz lieblos am Feld dran. Ja, ich den kann den lassen. Ja, warte, ich mach das. Warte mal. Ist es überhaupt schon da, wo wir hin müssen, oder? Ja, 21. Ah. 7 und 1. Nee, nicht. Kann eigentlich nur das sein, wo die Kartoffel drauf sind. 21. Ja, genau. Ich dachte, du hast wieder Handbremsen nicht gemacht. Nee. Ja, ich mache immer Handbremsen. Nee. Ich mache rein im Motor aus und weg. Ja. Ich doch so langsam wissen, Alter. Ja, ich will mal losfahren. Geht nicht. So, viel Spaß dir. So. Vorne hängt dran. Oha, Alter, die Zapfel ist ein wenig arg kurz, nicht? Vorne. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Steig halt kurz den Fendt ein. Also ja. Komm. Muss ich sowieso dann gleich machen. Also, Flo, der kleine Stein ist ein wenig arg klein für den. Also. Schau dir das mal an vorne. Ist doch nicht gesund, Alter. Hey, wo ist die Zapfhülle? Du hast sie nicht mal angehängt. Ja, nee, schau vorne die Zapfhülle an. Ja, die ist im Boden. So, jetzt hat. Ja, der macht ja nicht mal ran. Doch. Nee. Bei mir steckt die im Boden. Doch, bei mir ist die dran. Jetzt hat? Ja, bei mir ist da nichts dran. Aber gar nichts dran. Alle Fälle, bei mir ist der vordere dicke Schutz und der hintere dicke Schutz küssen dich wärmer. Ne, bei mir hängt der einfach am Boden noch. Mehr nicht. Jetzt hängt bei mir auch nur noch am Boden. Das wird bei mir auch nichts mehr. Oh, ich sehe. Hängt das hinten? Oha, Flo, ich streife am Boden. Aber. Ah, ich muss jetzt aufheben. Ja. Ah, das ist alles so gedacht hier, ja, alles mit Struktur. Fahr mal weg da. Ja, chill da, ich muss erst mal. Hauptsache, das Ding ist definitiv breiter als wie der Steier hier. Nee. So. Fahr mal los, nicht? Aha. Ich hab den auch gehabt, wie das ausschaut. Das kann sehr gut sein. Kann man nicht mehr aufhören zu klappen. Hm? Kann man nicht aufklappen? Nope. Ja, okay. So, jetzt schnell, wenn er. Mit dem Case, also der Case, also der Case auf der Ding ist da wesentlich besser drin. Ich pack den nochmal als Verschlag und vorne, ne? Flo. Ha? Der Case von damals ist da wesentlich besser drin. Ja, der war auch wesentlich größer als mit der Steier. Der hat 230 PS gehabt. Ja,
keine 150. Die Frage ist, packt ihr das überhaupt? Ich denke schon. Also, ich denke schon, die NPC-Maschine auch, wo 50 besser oder mehr braucht hat. Ich glaube, es wird schon. Wird der Kollege gerade abtanken? Kommt natürlich wieder unser 1er Büro in Einsatz. Ja, ja. Ja, nur der. Mhm. Und die guten Joskin-Anhänger. Sind die schon? Nee, sind noch nicht repariert worden. Nö, warum? Brauchen wir nicht. Oh, 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 nein, 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 nein! Bremsen, 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 bremsen! Controller. Alter. Oh, oh, Flo? Ja. Ich hab's auf der Karte gesehen, ich sprint da gerade hin. Muss ich mir angucken. Ich rutsch rein. Schieb rauf! Irgendwo da vorne. Rauf! Ah, da. Olle! Schieb rauf! Alter, was soll denn das? Oh, ich sie. Mhm. Häng ich dich da gleich wieder? Was will denn das? Soll ich ihn hochfahren? Oder geht? Mein Controller spinnt. Oh nein. Hat das jetzt der Ball nochmal, Alter? Also seine Drehzahl ist auf volle Pulle. Ja, ich weiß. So wie so. Ich rutsch da doch, Perma. Ja. Schieb. Schub. Ich bin voll drin, Alter. Lenk voll nach rechts und zieh hoch. Außer er schafft's jetzt. Das schaut gut aus. Ich schwimme mir einfach nur so auf und ab hier drin. Schau uns das Spektakel an. Ich drück mit. Ich probier's. Gruppe schalt jetzt nicht, ich schalt Gruppe. Ich drück grad voll gegen. Ich glaube, das bringt nichts. Jawoll. Ein Feini. Wo ist denn da? Hier sind sie. Oh, unser 1. Oh, oh, schön. Ist der Kollege. Ah, das ist voll. Eine müsste mir hier fast einen B-Dreck reinhängen, aber voll. Ja. Ja, weiß gar nicht, ob der so viel besser wäre. Das wäre das perfekte Geschoss dafür, Alter. Ja, der ist ja kleiner noch. Nö. Doch. Ist der kleiner als unsere Steirer? Nee, der hat 130 PS. Wer? Den Petrak. Ja. Der ist größer als unsere Steier. Unsere Steier haben 150. Ja, aufgemacht. Ja. Verstandemäßig hat der mehr. Vorne, da treibt der kleine Schummel? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich haben die Steier mehr. Und der Trakt ist bloß ein Vierzylinder. Unsere Steier sind Sechszylinder, haben 120 PS. Jetzt schalten wir mal Ruhe. Und der Trakt hat 90. Ohne Auftragen. Also, es ist ein wenig arg. Gell? Ich mach beides an, der ist volle Drehzahl drin. Kleinster Gang wird nix. Flo, da brauchen wir einen großen. Ja. Der Rückwärtsgang ist drin. Aber im Prinzip unsere Steuer sind ja größer als wieder Truck. Wenn sie nicht aufgemacht sind, alles. Alter, wieder drin hängt, ey. Also wenn wir einmal fahren, dann geht's. Schau dir das an, Alter. Ein Spektakel einfach. Ja, ja. Den, ey. Der muss voll drin hängen. Der hängt voll drin, Alter. Natürlich. Das müssen sie abkönnen bei uns. Ja. Schon seit dem ersten Tag. Sind frisch, alt, okay und direkt volle Pulle im Einsatz. Keiner Barben. So, knallen wir doch wieder 6 raus.
So. Ich glaube, die nimmt er da noch. Aber nochmal das schon. Nein, mit die anderen drei nochmal hin. Und das BGA wird versorgt. Wir haben auch nochmal 46.000 Krieg gehabt, deswegen hat man mehr Geld noch. Sonst hätten wir uns jetzt den Zuckerrüben gespannen leisten können. Und so haben wir dann mal Kredit aufnehmen müssen, oder? Hm. So. Der ist bei, es passt. Alter, kann weitermachen. Nee, ist auf Fall. Wen kriegen wir rein da? Wollen wir ganz hoch machen, so. Geht er da ein wenig besser. So, und Level schon Spaß dir. Ja, und so schön. Können wir nichts mehr machen. Schnappen wir unsere Steirer. Im Grüßen. So, drei. Haben wir jetzt unser Dreieck mit unser Mehrwerk mit dem Dreieck auch hängen können oder so mit normaler Fronthydraulik? Ich glaube, das Ding mit Dreieck. Normale Fronthydraulik, Flo. Bin ich alles täuscht. Flo? Ja. Normale Fronthydraulik. Ja, ich hab meinen großen Stahl, der hängt drin. Der hängt doch zu krass drin. Echt? Ja, ich kann nicht mit dem kleinsten Gang, wenn beides voll an ist. Und nach oben kann ich nicht anfangen, ist vorbei. Ja, ja. Wenn dann musst du das ausschalten und während im Schwung anschalten. Ja, genau. Der Helfer hat richtig Bock. Also sind gemutet, let's go. So. Ne, das war zu doll, ich will ich grad mal. Was machen wir jetzt eigentlich dann? Ei, oder? Keine Ahnung. Schwierig. Ich würde halb machen. Okay. Weil ich denke mal so, Silage haben wir genug. Ja. Ich habe bloß gerade, weil sonst brauche ich keine Schwarterklappe mehr. Aber viel auch nicht und deswegen Silage haben, können wir nie genug haben. Wenn es Silage gibt, dann gut Geld einfach so zu verkaufen. Ja. Silageballen wegkutschieren. Dann mache ich die Wiese unterm Hof zu Hai. Und ja, die vor dem Hof, glaube ich. Ne, über dem Hof macht mehr Sinn. Flo? Direkt am Hof, ja. Jetzt aber dann eng mit. Obwohl, ne, einen Hänger haben wir noch, gell? Den Brandner. Achso, ja, den haben wir noch. Stimmt, mit Hänger, da habe ich keinen mitgebracht. Ich werde dann wahrscheinlich den nehmen müssen. Schwarterblage, ne? Ja. Ne, Breiterblage, genau. Nett. Hm? Oder meinst du nicht, dass ich den nennen muss? Doch, wenn anderen haben wir ja nicht. Ja. Wenn er raufkommt ganz, ist die Frage. So, der Handgas wieder nach. Der Große läuft ja schon wesentlich besser vor. Naja, ja, natürlich. Wäre auch schlecht, wenn es nicht so wäre. Ja. Boah, ich sage nicht, ich brauche gar kein Gas geben, weil Handgas volle Pulle an ist. Ja, der ist fertig.
Kümmere mich gleich drum. Oh, drehen wir das Geschoss mal. Mal abtanken. Da geht's aber jetzt mal kein Müll drin. Ich hab mit dem Zeug voll. Oh, ja? Ich bin voll. Was hast du gemeint? Ich hab bloß 10 km/h mit dem Kupfer. Also, ja. Viel schneller geht er nicht. So, Helfer, viel Spaß. Das ist kacke. Warum, Mann? Also, nee, nicht, dass man bloß 10 km/h fahren kann, aber der Steuer hier ist fast breiter als wie das Zeug. Achso. Das ist natürlich. Glaub ich, hat der Pflegebereifung? Ich glaub's nicht. Weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Also der hat auf beide Stücken drauf, sonst nicht. Ja, du kannst schon mal die Standardding drauf machen. Die Werksbereifung sozusagen. Ich weiß halt echt nicht, ob die darauf kommen. Also, bis auf den Hänger hoch. Ja doch, ich glaub schon. In Branden. Weiß ich nicht. Du dürftest schon nachkommen. Hoffen wir mal. Ja, der ist ja nicht mitkrieg. Da hinten steht noch was. Haben wir eben unseren eigenen Feldern auch irgendwas mit Rapsack gesandt? Ich glaube eins, oder? Gucken wir es nochmal nach. Ja, ich glaube die 2 oder die 3. Nee, tatsächlich nicht. Keins? Nee. Soja, Bohnen und Hafer. Achso, ja stimmt. Wir haben Stroh braucht und Geld. Mhm. Boah, oh, Alter. Das sieht aber clean aus. Doch, das geht eigentlich easy mit dem Brandner. Ja, haben wir schon da, weil der kommt da ja relativ gut hoch. Der ist dabei. Wie ist da drin? Oh ja, das ist knapp halb voll, das passt. Brauchen wir den Case. Die Legende geht jetzt. So, ich bin noch da weitermachen, ne? Also. Ist wirklich eine Legende. Da haben wir noch irgendwas mit Raps? Ne? Das ist was einzige. Vor allem, wir haben halt auch einen Holmer gekauft für ein Flug. Hm? Ich weiß noch, dass wir den einen Holmer dann kaufen für ein Feld und dann ist der Spielstand noch abgekauft. Ja, dann war Häckseln und dann irgendwann Ende. Weiß gar nicht mehr weshalb. Wir haben da dann immer weiter aufgenommen. Dann ist Safe-Dem abgeraucht. Und dann sind wir keinen Bock mehr herzurichten. Dann sind die Folgen auf mysteriöse Weise, die wohl noch vom Hexen vorhanden waren, von der Festplatte verschwunden. Ne, die sind glaube ich noch drauf, aber auf einem anderen PC. Jetzt hochladen, let's go. Du hast schon mal gesagt, ja, du, die Flaggen da noch drauf, aber egal. Egal, so, machen wir mal ein anderes Ding. Schauen wir hier vorne erstmal eine Spur. So ist es. Ha? Was magst du? Gestuft mähen? Nee. Schwarz. Ja, mähen normalerweise, aber gerade bin ich dabei, den Drescher wieder anzusetzen. Ah. Michelin Breitreifen. Das ist gut. Nicht das? Nokia. Ach du Scheiß. Ja, das sind halt Straßen drauf, nicht? Galeppor. Normalerweise waren es Michelin Standard-Ding. Boah. Legebereifung. Soweit ich mich noch erinnere. Am konfigurieren. Pflegebereifung.
Ave Maria. Mal gespannt, wie der ausschaut. Wieder rein, da. Es ist eine... Ach du Scheiße. Es tut mir so leid, Steier. Oh, ich sehe. Halt. Wie schlimm es ausschaut, sehen wir ja schon in der nächsten Folge, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, du kannst doch keinen Sinn und den roten Knopf draufwerben. Falls du nicht getan, Glocke aktivieren, bitte nicht zu verpassen, das was von mir, ich verhindere dich. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im Müssen und Snipe hin, die zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.